In dem Training gibt es einige Aufgaben zum ohmschen Gesetz. Das ist die erste von 11 Aufgaben. Eine Glühwendel hat einen Widerstand von 2300 Milliohm. Welcher Strom fließt bei einer Batteriespannung von 12 Volt? Gegeben sind 2300 Milliohm, das ist R, und U ist 12 Volt. So, gesucht ist der Strom, I. Stoppt den Film, um selber zu rechnen. Die Lösung, das ist die normale Formel für das ohmsche Gesetz. Die umgestellte Formel. So, das sind die Werte. Da sind die Werte in der Formel eingetragen. So, und das ist die Lösung schon. Aufgabe 2 von 11. Eine Relaisspule hat einen Widerstand von 60 Ohm. Es fließt ein Strom von 200 Milliampere in der Spule. Für welche Spannung ist Spule ausgelegt? Gegeben sind 60 Ohm, das ist R. Der Strom ist I, sind 200 Milliampere. So, gesucht ist die Spannung U. Stoppt den Film, um selber zu rechnen. So, das ist der Lösungsweg. Wieder die ganz normale Standardformel. Die Umstellung. So, das sind die Werte. Da sind die Werte in der Formel eingesetzt. Und das wäre U. Das ist das Ergebnis. Aufgabe 3 von 11. Eine Spule hat einen Widerstand von 700 Ohm. Es fließt ein Strom von 900 Milliampere in der Spule. Für welche Spannung ist die Spule ausgelegt? Gegeben sind 700 Ohm. Der Strom I ist 900 Milliampere. So, gesucht ist die Spannung U. Jetzt seid ihr wieder dran. Stoppt den Film. Lösungsweg. Wieder ganz normal anfangen mit der Formel. Die Umstellung der Formel. Die Werte. Die Werte eingesetzt und das ist schon die Lösung. Aufgabe 4 von 11. Bei einer Heckscheibenheizung wird im kalten Zustand ein Widerstand von 1,8 Ohm gemessen. Wie groß ist der Strom I bei einer Spannung von 12 Volt? Gegeben sind R, das ist 1,8 Ohm. U sind 12 Volt. Gesucht ist der Strom I. Stoppt den Film, um selber zu rechnen. Jetzt kommt die Lösung. Die ganz normale Formel. Umstellung. Werte eingesetzt. Das ist schon die Lösung. Bitte schön. Aufgabe 5 von 11. Eine Parkleuchte hat einen Widerstand von 4,8 Ohm und eine Stromstärke von 500 Milliampere. Für welche Spannung ist die Parkleuchte ausgelegt? Gegeben ist R, 4,8 Ohm und gegeben ist I, der Strom, 500 Milliampere. Gesucht ist die Spannung U. Jetzt seid ihr selber dran, stoppt den Film. Die Lösung ist wieder einfach, simpel, die Standardformel, die umgestellte Formel, die Daten eingesetzt und das ist schon die Lösung.